Das ist doch ganz einfach. Wenn wir eine Seekarte suchen, dann müssen wir zum Hafen. Huch, da sind wir schon. Hallo. Guten Tag, Sir. Guten Morgen, Gentlemen. Hätten Sie gern ein halbes oder etwas feineres? Danke, aber im Moment brauche ich nur Informationen. Ihr gutes Ale muss leider warten. Zu schade, wirklich. Wissen Sie zufällig, wo ich Karten der örtlichen Gewässer bekomme? Sie werden im Büro des Hafenmeisters aufbewahrt. Aber ich fürchte, nur wer geschäftlich im Hafen zu tun hat, darf dort hinein. Sie verstehen. Ganz genau. Ich brauche eine Karte des schottischen Gebiets, wo all diese Schiffe in letzter Zeit Schiffbruch erlitten haben. In der Tat. Welch traurige Geschichte. All die armen Seelen, die auf dem Meer verloren gingen. Es scheint, als wäre der Teufel selbst dort am Werk. Warten Sie mal. Eine Karte der schottischen Küste, sagen Sie? Ich glaube, ich habe eine in meinem Zimmer da drüben, hinter der Bar. Hier ist der Schlüssel. Nehmen Sie ihn und sehen Sie selbst nach. Wenn Sie sie finden, können Sie sie mitnehmen. Super. Ich brauche etwas. Hä? Da. Nee. Der hat zig Karten, was ist das? Ein Foto von Rochester als junger Mann. Das war Zufall. Ich habe, was wir brauchen, Watson. Jetzt sehen wir uns einmal diese Karte an. Das irgendwie wegzoomen. Ja. Sutherland. Ross. Mal. Was ist denn? Wo bin ich denn hier? Sie auf der Hybride? Die Koordinaten seiner innere. Watson, das bedeuten diese geheimnisvollen Zahlen. Länge und Breite. Sie geben einen Punkt an der schottischen Küste namens Ardna Merkham an. Bringen wir den Schlüssel zurück zum Wirt und fragen ihn, ob er diesen Ort kennt. Okay. Hey, da. Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? In der Tat, Sie hatten recht. Ich habe die Karte gefunden, genau wie Sie gesagt haben. Können Sie etwas mit dem Namen Ardna Merkham anfangen? Aber ja, das ist ein Leuchtturm an eben dieser Küste. Der Legende zufolge wurde er über einem Piratenversteck errichtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, dieser Ort befindet sich mitten in dem Sturm, der all diese Schiffe zerschellen lässt. Ein ziemlich merkwürdig aussehendes Gebäude. Man sagt, der Kerl, der es gebaut hat, Stevenson hieß er, glaube ich, der hätte den Eingang mit fremden Symbolen, ägyptischen Obelisken und sogar einem Hund mit Flügeln verziert. Komisches Zubehör für einen Leuchtturm, nicht wahr? So, dann ab zum Buchmacher, ja. Falsch. Falsche gedruckt. Guten Tag. Mr. Holmes,
Es ist mir gelungen, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Dieses Buch ist recht alt. Es erzählt von einer schrecklichen Sekte, die sich merkwürdigen Wesen verschrieben hat. Die Beschreibungen sind vage, aber wir können annehmen, dass der Ursprung dieses Mythos im zerstörerischen Leviathan aus der Bibel liegt. Eine Kreatur, die angeblich in einer seltsamen Stadt unter dem Meer schläft und träumt. Ein Albtraum, der im Meer schläft. Ganz genau. Die Seiten, die Sie mich zu übersetzen baten, enthalten ein Gebet oder eine Anrufung dieses Wesens und die Beschreibung der dazugehörigen Zeremonie. Um ehrlich zu sein, was in diesem Buch beschrieben wird, müsste einen zum Lachen bringen, wenn da nicht diese schrecklich obszöne, morbide und blutrünstige Sprache wäre. Und diese Zeremonie, was können Sie mir darüber sagen? Versprechen Sie mir, dass Sie nicht lachen. In dem Buch steht, dass vor Hunderttausenden von Jahren während einer bestimmten Sternenkonstellation ein Priester diese Riten vollzogen hätte und dabei den Namen eines zerstörerischen Leviathans ausgerufen hätte. Der Priester intonierte seinen Namen und rief ihn auf die Erde zurück, damit seine Anhänger ihm das geben konnten, was ihm zustand. Dann bat der Priester einen Vertreter jeder Nation der Erde, die Anrufung zu rezitieren und sich von einem gigantischen natürlichen Felsenturm, umgeben von Wasser, ins Meer zu stürzen. All das ist ziemlich absurd, nicht wahr? Bitte fahren Sie fort, Barnes. Wie Sie wünschen. Weiter steht da, dass die Zeremonie unter dem Bild des Boten der äußeren Götter stattfinden muss. Über diese Wesen steht dort sonst nichts Genaues mehr. Der Beschreibung zufolge sehe dieser Bote jedoch recht ähnlich aus wie die ägyptische Sphinx. Nur hat sein Gesicht keine Gesichtszüge und ist pechschwarz. Eine Götterstatue von gleichem Aussehen muss an der Zeremonie teilnehmen. Aber können Sie sich das vorstellen? Ein sogenannter Priester und eine internationale Menschenmenge auf einem Turm, die alle zusammen von einem gesichtslosen Steinlöwen mit Flügeln singen. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, Barnes. Sie sagen, dass diese Menschen sich ins Meer stürzen müssen, damit ihr Gott das bekommt, was ihm zusteht? Aber worum geht es dabei? Was sucht dieser Gott? Das ist der lächerlichste Teil dieser Geschichte und beweist, dass es sich um einen reinen Mythos und Einbildung handelt. Selbst in der Theorie hätte diese Zeremonie niemals stattfinden können. Im Altertum wäre es nahezu unmöglich gewesen, Vertreter aus jeder Nation der Erde an einem Ort zusammenzubringen. Ich verstehe Sie, Barnes. Bitte tun Sie mir den Gefallen und beantworten Sie meine letzte Frage. Was will dieser Leviathan von uns? In der Tat schulden wir diesem Wesen angeblich unsere Welt. Wenn man diesem Buch zufolge die Zeremonie abhält, die Menschen sich opfern und der Dämon angerufen wird, erhebt es sich und verschlingt die Erde. Ja, Holmes, sie strebten nichts weniger an als das Ende der Welt. Was für ein Unsinn! Danke, Barnes. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Die Zeitung von vor unserer Abfahrt. Suchen Sie sie, Watson. Es stand ein Artikel über die aktuelle Sternenkonstellation drin. So erfahren wir vielleicht genau, wie viel Zeit uns bleibt. Oh. Aber Holmes, Sie glauben doch wohl nicht. Die Zeitung, Watson. Suchen Sie diese Zeitung. Hm. Oh, oh. Sehen Sie, Watson! Das Licht ist kaum zu sehen! Das erklärt die zerschollenen und verschwundenen Schiffe in letzter Zeit. Holmes! Wenn wir nicht bald einen Platz zum Anlegen finden, werden sie unsere Namen wohl zu den armen Seelen schreiben, die in diesen Gewässern verloren gingen. Segel mitten in das... Oh, oh, da fällt schon einer runter. Upsala. Oh mein Gott! Sehen Sie, Holmes! Das Meer, es hat ihn einfach verschlungen! Lämmer für die Schlachtbank! Watson, wir müssen das verhindern! Alter, wie sind wir denn hier hingekommen? Oh mein Gott. Oh. Was ist denn hier los? Sie ist fest von innen verschlossen! Tja. Dann bleiben wir wohl draußen. Hm.
Dann gehen wir mal nach da. Boah. Wie sind wir denn hier hingekommen mit diesem Strom da? Da ist auch kein vernünftiger Mensch hin. Das Schottland. Das hier ist noch ein Seil. Dieses Seil ist nicht sehr stabil, aber es ist das Beste, was wir haben. Ich schreie so rum. Es ist das Beste, was wir haben. Was im Leuchtturm machen, glaube ich. Was dampft denn da so? Watson, hier sind drei Salzwassergeysire. Wir sollten uns ins Gedächtnis rufen, was McGrintys Mann sagte, bevor man ihm die Kehle aufschlitzte. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Was? Watson, hier sind... So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Was? Ich irgendwie anmachen? Was soll ich denn hier machen? Die Tür wurde geschaffen, um auch dem wildesten Angriff standzuhalten. Mit diesem Zahnstocher verschaffe ich mir in 1000 Jahren keinen Zugang. Watson, wir können nicht durch die große Tür hinein. Vielleicht können uns diese Piratenlegenden weiterhelfen. Watson, hier sind drei Sa... So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. 30 Schritte. Richtung Widder. Watson, hier sind drei... Das muss der richtige Ort sein! Sie kennen meine Methoden, Watson. Untersuchen wir den Boden genau. Oh. Ich denke langsam, diese Piratengeschichten sind bloßer Aberglaube. Da könnten Sie schon recht haben, Holmes. Und was ist mit dem Geist? Wer weiß, Watson? Wer weiß? Holmes! Kommen Sie, Watson! Wir sind doch Männer der Wissenschaft, oder? Eine echte Gefahr erwartet uns in diesem Leuchtturm, wenn wir ihn erreichen. Zu Ihrer Beruhigung werde ich die Führung übernehmen und als Erster hinuntersteigen. Mal sehen. Das scheint mir ein recht steiler Abstieg zu sein. Wie sollten wir das angehen? Mit dem Seil. Guck mal hier. Ciao. Oh. Holmes! Holmes! Können Sie mich hören? Holmes! Alles in Ordnung? Was hat er sich denn dabei gedacht? Keine Sorge, Watson! Ich bin anscheinend heil geblieben! Das Seil ist hinüber. Aber das Glück ist auf unserer Seite, denn die Laterne ist unbeschädigt. Der Boden ist nicht fest. Ich traue mich keinen Schritt weiter ohne Licht. Holmes, ich werde versuchen, zu Ihnen zu kommen. Nein, Watson, bleiben Sie, wo Sie sind. Das Seil ist nutzlos. Wir sind getrennt, mein Freund.
Ich werde versuchen, den Weg zum Leuchtturm allein zu finden. Obwohl ich mich, ehrlich gesagt, mit einer Waffe in der Tasche besser fühlen würde. Nein! Behalten Sie Ihre Pistole! Es könnte sich ein Schuss lösen, wenn Sie sie fallen lassen. Ah! Ich habe eine Idee! Werfen Sie mir stattdessen den Eisenstab dort zu! Achtung! Watson, was haben wir für ein Pech? Er ist stecken geblieben! Holmes! Ich verstehe nicht, was Sie sagen! Ich kann ihn kaum noch hören. Pech gehabt. Das Loch muss durch Schutt blockiert sein. Von jetzt an habe ich nur noch meinen Verstand an meiner Seite. Das Loch? Was für Schutt? Wo ist der hängen geblieben? Was? Okay. Oh. Der einzige Feind, den ich damit besiegen könnte, ist eine Portion Pudding. Und auch nur dann, wenn er nicht zu fest ist. Dieses Skelett ist versteinert. Es muss seit Jahren hier liegen. Jetzt ist das Messer kaputt. Kein Labyrinth hier unten. Kein Bock drauf. Oh, ich auch hoch. Die Balken kommen zweifellos von einer Struktur an der Decke. Vielleicht gibt es dort etwas Interessantes, aber ich kann es nicht sehen. Ja, hier ist etwas. Ja, hier ist etwas. Toll. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Jetzt ist das dazu nicht zu gebrauchen. Armer Teufel. Der Alkohol hat ihn getötet. Der Alkohol? Schluck Alkohol wäre jetzt nicht schlecht. Du Scheiße. Das lässt sich gut als Leiter benutzen. Sehr gut. Was war denn hier? Haben sie hier Schnaps gebrannt oder was? Und sich dann hier besoffen? Sehr geil. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Trichter. Ihm hat es offensichtlich zu gut geschmeckt. Ah, es ist noch was übrig. Uah, dieser Tropfen dreht einem die Eingeweide zu 95 Grad um. Und er wird mit dem Alter nicht besser. Mhm.
Segel, Segel und noch mehr Segel. Sie könnten als Lumpen dienen. Wir werden sehen. Das schaffe ich nicht. Lumpen in Alkohol getränkt. Ich muss eine Möglichkeit finden, sie zu bewegen, ohne sie zu zerstören. Oh, sie richtet sich sogar aus. Na bitte, geschafft. So, dann kann ich doch jetzt hier... Leiter. Leiter Action. Was haben wir denn hier? Ein Pulverfässchen. Es ist fest versiegelt, also kann man das Pulver vielleicht noch benutzen. Das kann ich nicht nehmen, es ist zu schwer. Ach so. Na bitte, geschafft. Die Bombe ist fertig. Die Bombe ist fertig. Okay, holen wir die Lampe wieder runter. Ich brauch Feuer. Fire. Wo ist er? Kommen wir einfach drüber. Oh! Ich bin noch am Leben, aber meine Laterne ist kaputt. Geil, jetzt sieht man einfach nichts mehr, aber man sieht trotzdem noch was. Ich noch auf. Nö. Wenn ich laut rufe, hört mich Watson vielleicht. Watson! Watson! Der Sturm erstickt meine Rufe sicherlich, aber ich brauche ein Licht und nur Watson kann mir helfen. Ich brauche so etwas wie ein Sprachrohr. Es ist zu dunkel hier drin. Ich muss eine Möglichkeit... Der Alkohol hat hier eindeutig alles zerstört. Einige dieser Knochen sind mit der Zeit versteinert. Ich könnte sie als Fackelstiele verwenden. Wie zünde ich die an? Wie zünde ich sie an? Wie zünde ich sie an? So, ich habe ja hier die Trichter, Baby. Watson! Was? Ist das der Geist? Ja. Watson! Ich bin es! Holmes!
Der Geist von Holmes? Was haben Sie vor? Watson! Watson! Ah, gut, Watson, da sind Sie ja endlich! Ich bin es tatsächlich, Holmes! Keine Sorge, ich bin hier auf meinem Posten wie der Fels in der Brandung! Ich höre etwas schlecht in letzter Zeit. Tut mir leid, mein lieber Watson. Haben Sie zufällig Streichhölzer dabei? Ja. Nehmen Sie die hier. Danke, Watson. Die sind doch nicht nass. Sie haben getan, was Sie konnten. Jetzt gehen Sie lieber und suchen Sie Unterschlupf vor diesem Sturm. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Es macht mir überhaupt nichts aus, Holmes. Ich bleibe in der Nähe. Rufen Sie einfach und schon bin ich da. Guter Mann. Wo wäre ich ohne meinen Boswell? Auf jeden Fall nochmal speichern. Hä? Ja. Ja. Gut, er speichert nicht mehr. Das ist ja toll. Was ist denn jetzt los? Ich verrecke jetzt hier. Wo bin ich? So, ich muss... Ein Sturz in diese Spalte wäre der sichere Tod. Wenn ich diesen Felsen bewegen könnte, könnte ich wohl weiterkommen. Ich brauche etwas. Ja. Ah ja. So. Oh. Der schwächste Teil dieses Geräts ist eindeutig dieses alte, verrostete Vorhängeschloss. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Na bitte, geschafft. Falsch. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. Hä?
Na bitte, geschafft. Der schwächste Teil dieses Geräts ist eindeutig dieses alte, verrostete Vorhängeschloss. Lol. Na bitte, geschafft. Geschafft.